mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 158. Heute begrüße ich alle zum Artist Talk. Und zwar möchte ich dieses Format in Zukunft weiter ausbauen mit Musikern und spartenübergreifenden Theaterregisseurinnen und Regisseuren, vielleicht auch Intendanten von Theatern und natürlich auch von Künstlerinnen und Künstlern, von Bildenden natürlich und auch von Darstellenden. Ich begrüße heute in meinem ersten Artist Talk Alice21, Musikerin, hallo. Hello. Dann begrüße ich Elfe Manuela Wegener, hallo. Hallöchen. Und mein Name ist Diana 80 und wir kommen schon zur ersten Frage. Was macht Kunst so spannend? Ich finde Kunst deshalb spannend, weil Kunst das Leben lebenswert macht. Eine Welt ohne Kunst, stellt euch das mal wie grau und trist. Keine Lieder, keine Farben, keine Bücher, nix. Doch, das Maoismus und alle sind glücklich, weil alle haben blau an und es gibt keine andere Farbe. Aber sind die glücklich? Oder wird dir glücklich sein nur reingeimpft? Nein, Emotionen sollst du nicht haben im Maoismus, sondern du sollst folgen. Und zwar dem... Also sind sie nicht glücklich? Der vorne steht. Die wissen ja gar nichts davon. Der Leitfigur. Dass es andere Farben gibt. Aber würden wir da hinpassen? Nein. Ich glaube, das Leben wäre dann ohne Kunst wäre einfach nicht so, ja, so farbenfroh. Und ich finde, Kunst ist auch so ein Raum, wo einfach Magie ist. Also für mich ist Kunst einfach Magie, weil es ist so, es ist nicht greifbar, man kann es ja eher erfühlen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song schreibe, das ist für mich, das ist ein Gefühl, das lässt sich gar nicht beschreiben. Also so ein Song zu schreiben und diese Melodien zu hören. Und also bei mir ist es immer so, ich kriege dann irgendwie eine Melodie, die plötzlich einfach kommt. Also die singt so lange in meinem Kopf, bis ich auch irgendwie sie wo festhalte. Mhm. Dann auch meistens schon mit Text gleichzeitig. Und also das sind absolute Glücksmomente. Mhm. Und dann da kreativ zu sein und den Song so gesehen, diese Magie einzufangen und zu Papier zu bringen, das ist mein Lebenselixier. Also das ist für mich... Wie Elf auch schon gerade gesagt hast, es ist so, ja, mein... Ja, aber du bist ja im Vorteil. Du setzt dich ans Klavier und wir hören die schönen Töne. Ja. In der Malerei sehen wir natürlich die schönen Farben. Ja. In der Bildhauerei sehen wir Figuren oder Gebilde. Oder in der Performance sehen wir Bild, Ton und vielleicht auch noch Video. Und vielleicht auch noch einen Kunstraum, wenn die Person es gut darstellt. Aber du fängst doch auch an, wenn du auf Leinwand arbeitest. Du hast doch wie sie ihre Töne und so im Kopf. Du hast doch auch, du hast doch ein Bild im Kopf und fängst an, die Farbe, das könnte passen und hast du nicht gesehen. Und dann stehst du vor deinem Blatt. Gut, okay, die Farben kommen vielleicht noch auf, aber das, was du dir eigentlich vorgestellt hast, sieht dann auch noch anders aus. Also das ist wirklich diese Magie. Man weiß ja manchmal ja nicht, was entsteht. Wo man damit, also bei mir, bei dir, du guckst schon so komisch, bei dir ist das vielleicht anders. Nee, bei mir ist das auch Kandinsky anders. Hat doch nach Musik gemalt. Aha, da haben wir die Verknüpfung. Genau. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Also wenn ich mich mal abrege, also wenn ich mich irgendwas aufregt, dann habe ich ja so meine verschiedenen Möglichkeiten auch, um irgendwie, ja, mich so gesehen wieder zu beruhigen. Und dann hole ich mir tatsächlich, also ich male ganz gern so Acryl auf Leinwand, so richtig leinhaft. Und ich hole mir dann einfach so diese Leinwand und hau da wirklich so alle Farben drauf. So wirklich so, ohne, wie du es jetzt gesagt hast, dass du eine Vorstellung hast, wie es ausguckt. Ich bin dann so richtig und lasse da so richtig meine Emotionen raus. Ich mische da wirklich so ohne Perfektionismus, sondern einfach mal draufhauen. Und ich finde es trotzdem, in dem Moment passiert irgendwas. Man ist befreit. Und am Ende bin ich dann oft erstaunt, wie man ohne groß nachzudenken irgendwie ja was kreiert hat, was dann irgendwie für sich auf seine Weise irgendwie echt interessant ausguckt. Ja. Also auch wenn man ohne Bild rangeht vorher, finde ich es cool, ja, was das mit der Magie passiert. Und Pollack wurde für seine Dinger bezahlt. Ja, gut, kommen wir auch da noch hin. Da müssen wir noch hin. Ich zeige dir nächstes Mal meine Bilder. Das kannst du auch als Merch anbieten. Absolut. Auch einen Tassenbecher und dann noch dein Foto dazu. Da frage ich dann dich um Rat, weil ich habe wirklich noch, ich habe das ganz, ganz wenigen bisher gezeigt und dann würde mich deine Einschätzung sehr interessieren. Ich mache einen Acrylkurs in der ersten Woche. Nein. Ja, dann komm noch mit dazu. Am Freitag, den 9. ist das, ja, glaube ich? Ja. Um 13 Uhr. Was? Sehr, sehr gerne. Ja.
Weil da bin ich wirklich, also wie ja, gesagt. Dann mach den Acrylkurs mit. Cool. Ja. Das haben wir schon mal gleich hier. Also wer noch Interesse hat, am Freitag, den 9. Januar, glaube ich, war das. Ja, genau. 13 Uhr. Genau. Ich schreibe das gleich. Der Ort, 80 Galerie und, oder Kunst, Kunstgalerie 80 in der Weißen Hörstraße 14 in Berlin-Biesdorf. So, dann komme ich mal zu einer heiklen Frage. In welcher Branche ist es ganz leicht, eine Karriere aufzubauen? Keiner. Als Sekretärin? Also wenn du so fragst. Ich glaube, es sollte mit Kunst zu tun haben. Okay. Ich glaube, also bist du zu... Komm, du darfst zuerst antworten. Ich weiß nicht, in welcher Branche. Ich denke mal, ehe du berühmt wirst, ehe du wahrgenommen wirst, ist das für jeden schwer. Weil du musst ja erstmal beweisen, dass du was kannst, dass du würdig, nee, nicht, dass du würdig bist, dass du die Beste auf der Welt bist, dass man nur sich um dich kümmern müsste als Künstler. Mhm. Das ist ja ein langer Weg dahin. Also Aufgabenstellung herausstechen aus der Masse. Ja. Na, das machen wir doch mal mit Kunstmarketing, ne? Und mit Guerilla-Marketing. Ich finde aber auch, ne, was Elf jetzt gerade gesagt hat, man muss erstmal was können. Ich finde auch, das Problem ist, egal wie gut du bist, davon muss man ja auch erstmal wissen. Also es nützt nichts, wenn du mega gut bist, das ist einfach eh schon die Grundvoraussetzung. Mhm. Und dann ist es immer noch verdammt schwer, wie du eben auch gerade gesagt hast, Elfe, dass dich jemand sieht, also dich sichtbar zu machen. Mhm. Und ich finde, gerade als Künstler ist man ja so mit seiner, oder Musiker oder wie auch immer, so mit seiner Kunst schon an sich beschäftigt, dass man das halt gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Weil ich finde, gerade so Branchen wie Künstler sein und Marketing, das ist jetzt nichts, was irgendwie automatisch zusammen da ist. Also entweder man hat Glück und man ist jemand, der Künstler ist und Marketing liebt, aber wie es mir geht, also gerade mein Problem ist zum Beispiel auch Technik. Mhm. Das ist heutzutage als Künstler eigentlich eine Mitvoraussetzung. Das ist also, genau. Aber ich glaube, wir sollten mal nicht mal in den Technikbereich, ich glaube, das ist noch schwerer, diesem Druck standzuhalten, diesen ganzen Kritiken, die auf einen einprasseln. Wenn du nämlich denkst, du bist was Gutes, du hast was Schönes geschaffen und sonst dergleichen, kommt immer irgendwo einer um die Ecke und sagt, nee, mach erstmal Malunterricht. Und genau. Mach das. Genau. Mach erstmal Malunterricht. Genau. Oder, oder ganz schlimm bei Supertalent, mach erstmal eine Ausbildung zur Sängerin. Ja, aber das ist auch wirklich ganz, ganz schwierig, ne, weil es kommt ganz, ganz viel Kritik. Aber das zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich konstruktive Kritik? Ja, genau. Das ist ja und nicht so einfach. Was ist einfach nur so ein bisschen dieses Ausreden wollen? Ne? Also man hat oft Leute, die auch sagen, ach, das wird doch eh nichts und so weiter. Und das einfach unterscheiden zu lernen. Also ich habe am Anfang ganz viel auf Leute gehört, ne, wie ich noch neu bin. Ja, sing doch mal so oder mach doch mal die Musik und du denkst dir, wenn ich, okay, ne, weil man will die Leute auch mit seiner Kunst glücklich machen und fängt dann an, irgendwelchen Stimmen zu folgen, bis man irgendwann an dem Punkt kommt, wo man sagt, nee, ich folge meiner eigenen, weil wenn ich damit happy bin und mich gut damit fühle, dann bringst du dieses Gefühl auch rüber und machst auch andere glücklich. Und da hast du recht, das ist richtig auch, schwierig. Das hatte ich auch mit meiner Malerei, da hat man mir auch erklärt, nee, so kannst du nicht malen und hast du nicht gesehen und ich habe gesagt, nee, das bleibt so, du musst die Ränder in Papier arbeiten, du musst die Ränder sagen, nee, muss ich nicht sagen, da ist ein Passepartout rum. Gar nicht. Ja. Und sage, ich kann noch weiße Stellen, nein, das muss ordentlich und alle sagen, nee, muss nicht. Und gerade als Künstler geht es doch darum, frei zu sein. Vor allem, ich bin auch immer der Meinung, wie findest du mein Bild? Ja, okay. Wie findest du denn dein Bild? Fühlst du dich mit deinem Bild wohl? Ja. Frag ich dann immer zurück und dann gucken die einen mit großen Augen an. Ich finde meine Bilder okay und wenn ich meine Bilder okay finde, dann sind die fertig. Und dann will ich auch nicht mehr daran machen. Genau, und dann geht es darum, die Menschen damit zu erreichen, die deine Bilder auch schön finden. Und es ist ja in jeder Kunst, ob es jetzt Malerei ist oder ob es jetzt Musik ist, es ist ja Geschmackssache. Ja. Und davon sich nicht beirren zu lassen, es werden die ganz viel sagen, Mensch, deine Bilder, also ich finde es jetzt einfach gerade mal, sind ja richtig hässlich. Ja. Die empfinden das dann in dem Moment und dann kommt einer, boah, also so ein schönes Bild habe ich noch nie gesehen. Das habe ich bei meiner Musik auch. Viele sagen, ist jetzt vielleicht nicht so meine Musikart, ne? Habe ich auch oft, weil ich meine, ich mache eine spezielle Nische und andere kommen und sagen, ich habe noch nie was Schöneres gehört. Ja. Das ist, einer hat drunter geschrieben unter meinem Video, nachdem ich erstmal so eine andere Seite gehört habe, so ein schönes Lied habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Und einen Tag vorher hat dir jemand noch gesagt, mit deiner Musik kann ich nichts anfangen. Mhm. Und, damit umgehen zu lernen und sich auch nicht beirren zu lassen. Diesen Druck standzuhalten, das ist nämlich auch nicht einfach. Genau, und das auch zu lernen, dass es einfach völlig okay ist, weil du willst ja eine bestimmte Menschen damit erreichen, die das glücklich macht. Du willst die Menschen erreichen, die das glücklich macht. Mhm. Und du wirst nicht jeden damit glücklich machen. Natürlich nicht. Und das war aber früher bei mir anders, wie ich kleiner war, also so mit 11, da dachte ich, Mensch, ich will jeden auf der Welt mit meiner Musik glücklich. Ja, das ist ja totaler Quatsch. Nee, du stehst ja vorne und du polarisierst ja. Und in dem Moment, wo du polarisierst, lädst du ja andere Menschen ein, ihre Meinung zu sagen. Genau. Und die Meinung ist ja nur eine subjektive Meinung, weil wenn du 5 Ärzte fragst, nach einer einzigen Diagnose, hast du 10 Meinungen. Hast du unterschiedliche Meinungen und jeder wird dir sagen, das kann man so oder so wiederherstellen oder reparieren. Ja. So. Und da kann man ganz schön durchdrehen dabei, wenn man nicht dieses in sich hat zu sagen, hey, ich mache es so, wie ich mich wohlfühle. Klar, ich liebe konstruktive Kritik, weil man will sich ja auch verbessern. Ja. Ne? Und man will ja auch wachsen. Mhm. Das ist ja auch völlig legitim. Mhm. Aber es gibt eben auch die dich eher in das Gegenteil umschlägt, die dich nicht wachsen lässt, sondern eher sagt, oh, ich bin nicht gut genug. Und nein, vielleicht sollte ich es lieber lassen. Und das ist halt genau, wie Elfie gesagt hat, damit klarzukommen und das zu lernen, zu unterscheiden. Das ist, glaube ich, schwierig. Aber wir haben ja noch ein Problem. Wir haben ja das Problem, dass ganz viele Künstler sich gar nicht trauen, inklusive Musiker und bildenden oder darstellenden Künstlern und Künstlerinnen, die sich gar nicht trauen, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, das ist jetzt meine Kunst, die ist jetzt fertig und jetzt komme ich damit raus. Ja, aber gerade wenn die sich nicht trauen, ist das eigentlich für die vielleicht auch wirklich ein Schutzschild, weil wenn die das nämlich machen würden, obwohl sie sich nicht trauen und dann niedergemacht werden... kommen ja auch positive Sachen zu. Ja, aber du, jein, wenn du dich nämlich traust und keine Rampensau bist und dann auf einmal dastehst und negative Kritiken, du musst immer davon erstmal ausgehen, dass nicht immer alles gleich positiv ist, sondern negativ. Wir haben nicht so viele Psychologen. Freie das Plätze, Therapieplätze. Ja. Das funktioniert nicht. Ja. Weil die sind ja schon in sich nicht stabil, die trauen sich ja nicht. Und wenn die sich dann trauen würden und aber im Hintergrund haben, ich habe mich ja eigentlich nicht getraut und überhaupt und dann kriegt nur negative Sachen. Aber da haben wir jetzt ein Problem mit Deutschland. Die sind fix und alle. Weil da haben wir jetzt ein Problem mit Deutschland. Also in Frankreich wird ein Künstler, der sagt, ich bin Künstler, egal was er macht, dem gibt man im Restaurant einfach ein Essen mit seiner Freundin, dem spendiert man Wein mit dem... Die setzen sich zu dir mit an den Tisch oder laden dich ein und es ist jetzt egal, welche Schicht von Frankreich das ist. Ob es die Upper Class ist oder die mittlere oder die untere. Die laden dich ein. Was, du bist Künstler? Komm an unseren Tisch. Wir wollen mit dir reden, wir wollen dich kennenlernen. So ist Francais. Und die geben dir auch Ausstellungsplätze umsonst oder eine Bühne und stellen dir Musiker hin. Da und kannst du doch mal sehen, was Deutschland für ein... Du kannst eine Liste einreichen. Also ich war in Frankreich und es ist nicht nur ein tolles Land für Essen und Trinken. Und dann kenne ich Musiker, die waren in England und haben dort professionelle Auftritte gehabt. In England ist es so, du kommst auf die Bühne, du wirst eingeladen von anderen Musikern, komm, zeig uns, was du mit deiner Gitarre kannst und du stehst da vorne, zeigst, was du kannst mit deiner Gitarre oder mit deiner Stimme oder mit deinem Instrument und du brauchst da keinen Arbeitsvertrag oder du kriegst da keinen, wie in Deutschland, ich will aber erstmal deinen Musikabschluss sehen, sondern okay, der kann was, der passt in unsere Band, ja, kannst du auch das und das spielen und dann sagt der, ja, kann ich. Und dann gibt es einen Probeauftritt und dann, wenn der Probeauftritt gut gelaufen ist, bist du für immer in der Band. Und hier in Deutschland wird man eher gefragt, man sagt, naja, man macht Musik, dann wird man gefragt, ja, was machst du eigentlich beruflich? Das ist alles noch aus Preußen. Was machst du hauptberuflich? Genau, da wird also Musik noch nicht mal anerkannt als irgendwas wertvoll. Genau. Wird eher ein bisschen so bemitleidet und so. Ja, und was anderes kannst du nicht? Hast du ja, nicht, genau so. Du nicht? Ja, ja, ja. Man muss sich eher fast sehr verstecken schon. Als Künstler würde ich eher gesagt, lass es lieber. Ja, genau. Mach lieber was Vernünftiges. Und dagegen anzukommen, gegen all diese Stimmen und so wirklich so mit dem Kopf durch die Wand, das ist. Aber dann hätten wir ja nur noch Steuerangestellte, weil ja jedes Elternteil sagt, du geh mal zur Steuer, mach mal sozusagen einen sicheren Job, werd mal sicherer Buchhalter, werd mal sichere Steuerbeamtin. Oder Vollzugsbeamtin oder was auch immer. Ja. Und dann hätten wir
eine Branche total voll, genau, und alle anderen wären leer. Ja, dann erzählen wir den Menschen ja, wie Konzerttickets könnt ihr keine kaufen, weil niemand ist mehr Musiker geworden. Ja, genau. Aber was wäre denn dann los? Deswegen ist es sehr, sehr gefährlich von der Musik da. Und jetzt ist die Branche durch Corona zusätzlich, wo man sagt, naja, jetzt kannst du es ja ganz vergessen. Was dürfte ich mehr anhören? Jetzt brauchst du ja gar nicht mehr, weil die Branche, die wird sich nie wieder erholen. Naja, Corona hat auch ganz schön für uns bildende Künstler, also Maler, auch ganz schön... Die Wände wackeln lassen. Galerien hinzu. Ja. Du kommst kaum noch ins Schließen. Ja, du kommst nicht in Galerien rein. Mhm. Wenn, dann denken die zu horrenden Preisen, wollen aber neue Künstler haben und bedenken, irgendwie haben die das in Corona irgendwie verpasst, dann dieses Mitdenken. Ja. Du kannst keinen Newcomer haufenweise Geld abknöpfen. Nee. Woher soll der denn haben? Man muss doch den auch erstmal fördern oder sonst gleich. Nee, das traut man sich tatsächlich gar nicht mehr. Wir sind im anderen Zeitalter. Mhm. Ich habe zwei Tage, 24 Stunden eine Schulung über NFTs hinter mir. So, und dabei wurde angesprochen, Musik-NFTs. Ja. Und das ist eine Riesenbranche. Es geht jetzt los. Das ist jetzt für bildende Künstlerinnen, für bildende Künstler, für Musiker ein unglaubliches... genau. Ja, so. Ja. Und anführen möchte ich dazu den Künstler Beltracci, der eigentlich mal Kunstfälscher war und jetzt... sozusagen seine eigenen Bilder malt, auch mit seinem Namen signiert, berühmte Vorbilder nimmt und sich so ein bisschen anlehnt an berühmte Bilder und in der NFT-Branche ist und dort eingestiegen ist. Und jetzt kommt der Knaller. Der wird dann in der Wirtschaftswoche besprochen. Was? Ja! Okay. Und das ist suchmaschinentechnisch ganz, ganz weit oben. So. Spannend. Und das ist interessant. Ja. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Was könnt ihr jungen Menschen raten? Oder wir? Oh. Also ich war ja gestern zur Behandlung und wenn ich da so höre, wie so die jungen Menschen heutzutage sind, weiß ich nicht. Ich mache mal ein Beispiel. Ich bin ja in der Landsberger immer zur Behandlung. Und dann war so eine Kindergärtnerin neben mir und die sagte, für sie ist die Maske ganz toll, weil... Die Kinder lernen das nicht zu schnauben und so hast du nicht gesehen. Sag ich, wie? Ja, Vorschulkinder können nicht schnauben. Die Eltern machen das für die, die halten die Nase, also das Tuch vor und schnaubt mal rein. Die können das nicht selber machen. Und dann stehen die Kinder da, so die Handbewegung, so ich bin hier Prinzessin, setz mir mal meine Schulmappe auf. Was willst du jetzt, wenn wir das mal weiterfolgen, wenn die so sind, in Kindergarten, dann kommen die in eine Schule, sind genauso. Dann kommen die auf die Idee, oh, ich werde jetzt Künstler. Was willst du denn so ein Kindern lernen, raten? Werd erstmal erwachsen? Leb erstmal oder komm erstmal im Leben an? Denn die Eltern sind nicht mehr da, die dann den Weg freiräumen und sagen, ach, du bist so ein begnadeter Künstler, komm mal doch mal, das wird schon. Was willst du wirklich dieser jungen Generation heutzutage raten? Ich glaube auch das Problem, dass dieses ich werde Künstler, das hört sich so einfach an. Man denkt es fast als, das ist so eine Art super Alternative zu, man muss viel ackern. Ne? Weil man hat ja auch dieses Bild, du als Musiker, du spielst den ganzen Tag so Gitarre und dahinter steckt halt einfach, dass ich tatsächlich, ich finde, diese Kunstberufe, die erfordern noch mehr Arbeitseinsatz, als wenn du jetzt 40 Stunden die Woche angestellt bist. Ja. Nicht, dass das nicht auf andere Weise hart ist. Aber ich zum Beispiel, bei mir gibt es kein Wochenende. Montag bis Sonntag. Ne? Also für mich ist es ganz, ganz schwer mal zu sagen, ich habe jetzt Wochenende. Mhm. Ne? Und da klar zu machen, was es bedeutet, Künstler zu sein, wie viel da dahinter steckt. Weil ich glaube, würde ich jetzt erzählen, was ich da so für gemacht habe in meinem Leben, beziehungsweise jetzt mache, würden viele sagen, oh mein Gott, nein, danke. Mhm. Also viele, die auch sagen, ja, ach, ich würde so gerne mit dir tauschen, das ist so cool. Dann denke ich mir so, wenn du wüsstest, würdest du plötzlich dein Leben ganz anders feiern. Aber ne? diese Aussagen habe ich manchmal auch, dass man gerne mit meinem Leben tauschen würde. Sag ich, willst du das wirklich? Dann sag ich, denke drüber nach. Wirklich. Willst du es wirklich? Also wenn man die ganzen Hintergründe kennt und jeder, der auch zu mir sagt, ah, also ich habe auch oft Mütter, die dann mir so eine Sprachnachricht machen auf Instagram. Ja, meine Tochter, die findet es toll, was du machst und die will es auch so machen wie du. Wie ist denn das so, in der Musikbranche als Profi zu arbeiten? Wie ist denn das so? Dann sage ich, anstrengend. Gibt es eine alternative Möglichkeit? Wirklich, also ich würde, wenn man nicht wirklich, nicht, also ich kann nicht anders.
das ist meine Berufung, ich kann nicht anders. Selbst wenn ich manchmal mir denke, ich könnte es einfacher haben, ich kann nicht anders. Aber wenn man eine Möglichkeit hat, es anders zu machen, da kommen wir zur Beantwortung deiner Frage, was wollen wir jungen Menschen raten? Auf jeden Fall folge deinem Gefühl, was du machen möchtest, folge deinem Herzen. Ich bin immer der Meinung, dass alles möglich ist, dass man seine Träume verwirklichen kann und dass man nicht in irgendwas arbeiten sollte, was einen unglücklich macht, auf gar keinen Fall. Probier aus, wenn du denkst, du willst Künstler werden, machen, probier es aus, auf jeden Fall, aber um dann rauszufinden, ob man das wirklich langfristig machen möchte. Also ich würde einfach ausprobieren, das ist mein Tipp für junge Menschen. Das schon, aber dann gibt auch nicht der Gesellschaft die Schuld, wenn es nichts wird, weil du hast das... wenn man nicht selber darum kämpft, es wird nicht immer einer da sein, der dir Wege freiräumt. Du musst selber kämpfen. Und das ist eben das, was ich vorhin so in meinem Beispiel gesagt habe, dass viele Jugendliche, Kinder das aber irgendwie ja nicht lernen, dass sie selber sich um was kümmern sollen, weil immer die Eltern für sie die Wege freiräumen. Und das funktioniert nicht. Deswegen habe ich das ja erwähnt mit dem als Künstler, weil da gehört nämlich ganz, ganz viel Eigenorganisation, Eigenmotivation, Eigendisziplin. Deswegen ist so gesehen der Angestelltenjob von Vorteil, man hat mehr vorgegeben. Ja, aber du bist ja nicht gefeit vor Kündigung, weil wenn du frisch in einem Job bist und deine Firma hat finanzielle Schwierigkeiten, dann bist du die Erste, die auch wieder draußen ist. Ja, das stimmt. Es hat alles Vor- und Nachteile. Genau, um Gottes Willen. Eben, diese also, Sicherheit ist nur trügerisch. Das stimmt. Ja. Nur wenn man jetzt wirklich danach geht, wie Elfe das jetzt gesagt hat, dass man sehr viel selber mit einbringen muss, dann ist es halt einfach, sollte man das bedenken, wenn man sagt, ich, selbst ein YouTuber, man denkt, ach, der hockt sich da nur so kurz hin. Aber was da alles dazugehört. Plan, schneiden, Schnitt, du musst dich in Schnitt weiterbilden. Du hast mehrere, und das, finde ich, ist die Gefahr mit, ach, ich werde Künstler. Genau. Und das, was wir halt sehen in Musikvideos oder was teilweise nach außen hin, was man halt sieht. Und die das Dinge, ist das die man Fertige. Nicht, das ist das Fertige, was dahinter los ist. Das sieht nach vorne so einfach aus. Genau. Und ist dahinter ein, wie gesagt, keiner würde mit dir tauschen, wenn das wüsste, was hinter den Kulissen los ist. Also auch abgesehen von den Emotionen und den mentalen Herausforderungen, da wollen wir noch gar nicht drüber reden. Ich rede jetzt nur mal so vom Arbeitsaufwand. Und das sollte einem halt klar sein. Und deswegen sage ich als junger Mensch, ausprobieren, aber auf jeden Fall sich auch nicht mit weniger zufrieden geben und zu sagen, ach, ich will jetzt eigentlich, möchte ich gerne Arzt werden, aber das ist alles so, also das ist meine absolute Leidenschaft und ich fühle mich als Berufung, aber irgendwer sagt, deine Noten sind zu schlecht, du kannst es nicht. Also ich habe früher mal, ich wollte eigentlich Psychologiestudium, fand ich spannend. Fand ich auch spannend. Ja, aber mein Notendurchschnitt, der war halt einfach nicht 1,0. Also er war auch überhaupt nicht schlecht oder so, aber er war keine 1,0. Und deswegen habe ich mich allein schon davon irritieren lassen, dass der Schnitt keine 1,0 war, dass ich mich noch nicht mal auf die Warteliste habe setzen lassen. Einfach, weil ich mir nur dachte, ach, ist nicht gut genug. Zum Glück war jetzt nicht Psychologie meine Leidenschaft und meine Berufung. Zum Glück nicht. Aber wie hast du deine Berufung gefunden? Die hat mich gefunden. Die findest du nicht, die kommt auf dich zu. Und die lässt dich auch nie wieder los. Also man ist machtlos dagegen. Also wenn einen immer wieder was verfolgt und man weiß, und selbst wenn man irgendwo im Büro sitzt und man denkt daran, ach, ich wäre so gern schauspielerisch. Und du sitzt jeden Tag in dem Büro und du sagst, oh, ich wäre so gern Schauspieler, aber nee, das ist so kompliziert, das zu werden. Und irgendwer hat mal gesagt in der Theatergruppe, du bist nicht gut genug. Ja, dann ist aber dein Herz trotzdem beim Schauspielern und du machst deinen Job. Aber du wirst nicht glücklich. Und ich finde, wenn man so sehr die verfolgt einen diese Berufung sieht und du kannst da eh nicht auskommen, dann würde ich sagen, finde einen Weg, um da trotzdem letztendlich hinzukommen. Also Mentoren suchen, Coach suchen und dann los. Ja. Nee, die innere Einstellung musst du erst haben. Erst wenn deine innere Einstellung mit dir im Gleichklang ist und dann deine Berufung sagt, juhu, wir haben es geschafft, wir sind jetzt im dann kannst du dich erst auf den Weg zu Mentoren und sonst dann gleich machen. Was nutzt dir das, wenn du mit dir selber nicht im Einklang bist und dann von dem ersten Negativen gleich wieder zurückgeschockt wirst? Das ist nämlich, du musst erst mit dir im Reinen sein. Na, ich höre das immer in meiner Kunstakademie. Immer dieses, meine Eltern haben bestimmt, dass ich Lehrerin werde, aber ich wollte schon immer Kunst machen. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich ein falsches Leben geführt habe. Ich höre das immer wieder. Ich bin eine fürchterliche Mutter. Ich habe mein Kind in den Beruf gedrängt. Aber sie ist schon dafür. Ist sie aber glücklich? Ja, natürlich. Ja, aber dann ist
Nein, okay. Um Gottes Willen, in denen jetzt nicht, ja, aber in den ersten Beruf nach der Schule habe ich sie reingedrängelt, aber sie hat zu mir irgendwann mal gesagt, Mutti, das war die beste Entscheidung, dass du auch dahinter gestanden hast, dass ich das durchziehe, weil da habe ich Struktur, Ordnung und hast du nicht gesehen gelernt. Ja. Also sie ist mir dankbar dafür, dass ich dann mit der Peitsche doch dahinter stand. Ja, es ist so eine Mischung, ne, aus beiden. Wobei, ich muss sagen, also ich muss dir ganz kurz widersprechen mit, man muss erst seine mentale, was natürlich ideal wäre, wenn man erstmal seine mentale, das selber schafft irgendwie und dann geht's los. Ich aus meiner Erfahrung kann sagen, ich bin immer recht so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Ich war immer manchmal mir ein bisschen selber zu mutig, aber ich bin einfach ein gleichzeitig ängstlicher Typ, aber auch unfassbar mutiger Typ. So beides, ne? 21 halt, schwarz und weiß. Das ist halt irgendwie in mir drin, diese Mischung. Und ich bin der Meinung, dass man über diesen ganzen, man wächst ja an seinen Aufgaben. Das ist ja definitiv, also so empfinde ich das auch. Und dass ich meine Persönlichkeit, diese Entwicklung, diese Persönlichkeitsentwicklung, die man ja im Laufe seines Lebens macht, dass ich tatsächlich anhand dieser ganzen Herausforderungen, die sich mir in den Weg gestellt haben, daran so gesehen letztendlich zu mir selber gefunden. Diese Entwicklung deiner Persönlichkeit ist was anderes als die mentale, die mit dir am Rhein sein. Jetzt geht's ab. Hast du Psychologie studiert, oder? Wärst du nicht mit dir am Rhein gewesen, hättest du dich ja nicht getraut, diese ganzen Wege und ins kalte Wasser zu hüpfen. Nee, kann ich nicht so sagen. Also ich habe mich trotz dieser ganzen Ängste und Dinge gestellt. Du hattest aber dein Unterbewusstsein war trotzdem und hat gesagt, wir machen den Weg. Du warst eigentlich schon auf... Du warst mit ihrem Rennen und hast gesagt, ich will diesen Weg gehen. Den Willen, dass ich das will? So richtig tief in mir. Richtig tief in mir, das stimmt. Das war von vornherein, also ich war mir klar, was ich will. Ja. In der Hinsicht zu Recht, wenn man sich klar ist, was man will, dann bin ich definitiv deiner Meinung. Und du hast kann ganz viel an diesen Dingen noch wachsen, also seine Ängste lernen abzulegen. Ja. Also ich zum Beispiel hatte furchtbare Angst, oh mein Gott, ich musste schon Klavierkonzert in der Grundschule. Lampenfieber, Horror. Und ich habe aber dieses Lampenfieber tatsächlich minimiert über die Jahre. Nicht, dass es jetzt komplett weg wäre, aber es ist nicht mehr vergleichbar. Und ich finde, man entwickelt sich halt so, diese ganzen Ängste, die man da hat, sind normal. Also wenn man jetzt sagt, ich will Schauspieler werden, dann hast du zu Recht Angst, nicht zu wissen, wie das geht. Also Bühnenangst ist vollkommen in Ordnung. Es gehört alles dazu. Ja. Und der Witz ist einfach nur, die Entscheidung... Genau, die Entscheidung, stelle ich mich den Ängsten oder nicht. Und das Problem ist halt, was ich neulich gehört habe, dass Menschen halt sehr nach ihrem Komfort gehen, in der Komfortzone zu bleiben. Das ist uns irgendwie verankert, da sind wir sicher in unserer Komfortzone, da wenn wir bleiben, stehen, kann nicht so viel passieren. Und wenn man natürlich jetzt beschließt, man will seine Träume verwirklichen, dann muss man diese Komfortzone ja leider verlassen. Aber wir drei haben ja genau das gemacht. Genau. Und wir machen es weiter. Ja, aber es ist nicht einfach gewesen. Und es ist auch nicht. Ja, aber vielleicht ist der Pioniergeist ja in uns so groß. Der ist riesig. Goldgräber. Was wir sagen, der Pioniergeist, ich will was Neues aufbauen, weil mich der Rest da hinten langweilt. Und zwar zu Tode langweilt. Ja, und vor allem, du bist bereit dafür, diese Ängste zu überwinden, die Komfortzone zu verlassen. Ja. Und letztendlich ist dein Mut so gesehen größer als die Angst. Was nicht heißt, dass er nicht da ist. Ich gehe manchmal mit dem Spruch, warum machst du denn das? Ich, na, ich will irgendwann mal in einer Galerie hängen. Zwischen Rubens und Van de Meer. Oder zwischen Rubens und Dürer. Ich bin mir noch nicht sicher, wo. Genau, okay. Würdest du sagen, das ist ein einfacher Weg, den du da gewählt hast? Nein, es ist kein einfacher Weg. Und das muss einem, glaube ich, klar sein. Also wenn man jetzt im Büro sitzt und man träumt davon, Schauspieler zu sein, wenn man sagt, das ist mein Leben, ich möchte das Beste für mich daraus machen, dass ich am Ende glücklich bin, dann entschließt man sich aber gleichzeitig dafür, diesen harten Weg zu gehen. Ja. Und dann muss einem klar sein, dass es echt verdammt harte Zeiten gibt. Kein Zucker schlecken. Aber es ist ja nur ein Leben, was du hast. Und die anderen verschieben das immer auf später. Wie oft höre ich immer, ich würde ja gerne Musik machen. Ich würde ja gerne das und das machen. Ich würde ja ganz gerne studieren, Malerei. So in einer Akademie. Oder ich würde ganz gerne mich in einem Kurs weiterbilden für Acrylmalerei oder Ölmalerei. Oder würde ganz gerne Skulpturen bauen und so. Ich höre das immer wieder von Künstlerinnen und Künstlern oder Angehenden zumindestens. Und auch von fertigen Musikern, die sagen dann auch, ich würde ja gerne Bilder malen oder so. Und sie trauen sich das nicht. Was unterscheidet uns jetzt, uns dreien, von diesem, ich traue mich gar nicht? Wir sind mit uns im Reinen. Meinst du? Ja. Doch, nee, das ist so. Wenn du nicht mit ihr im Reinen bist, wenn du nicht weißt, oh, ich gehe den Weg, egal, ob da an der Seite sich die Stacheldraht türmt. Nein, ich wollte auf Dornröschen, ich wollte auf Dornhecke. Mir zieht das nicht. Wenn du nicht weißt, am Ende, das ist,
ist irgendwie, steht da der Prinz, egal ob in Goldbarren, in Talerchen oder sonst dergleichen, wenn du nicht davon überzeugt bist, dann gehst du diesen Weg nicht. Ja, du musst hunderttausende Prozente überzeugt sein. Du musst mit ihrem rein sein. Du musst sagen, ja. Ich fühle mich gut mit meinen Ideen, ich möchte und hast du nicht gesehen, ich mache es. Ja, das hängt alles nur von dir selber ab. Ja. Nicht die das Umwelt, nicht die Gesellschaft, nicht das. Okay. Das Problem ist, da hast du absolut recht und ich weiß auch, was du mit dir im Reinen sagen willst. Ich meine da, glaube ich, noch ein bisschen was anderes und zwar, man muss mit sich im Reinen sein, was man will. Ja. Da muss man hohen, also wenn du jetzt dieses Ziel hast und du bist dir 100%, du weißt nur nicht, wie du da hinkommst, das ist die Voraussetzung. Und dann kommt es natürlich, wie du sagst, es ist schon aber wirklich auch verdammt hart, diesen Sprung ins kalte Wasser zu machen. Weil du sagst immer, viele verschieben es und so. Das sind ja auch Angstverschiebungen. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf meiner To-Do-Liste am Tag, ich habe eine Mail, wo ich weiß, die wird mir schwerfallen zu formulieren, weil es zum Beispiel ein bisschen heikleres Thema ist. Ne? Ja, dann schieb ich die doch am liebsten auf den Arm. Das ist Prokrastination. Und das finde ich ist das Gleiche mit dem, ach, ich würde so gern mal, aber. Es sind einfach Ängste. Und jetzt ist der Unterschied zwischen denen, die den Weg nicht machen, zu uns, dass wir uns halt diesen Ängsten gestellt haben und jeden Tag wieder stellen. Und ich stelle mir das immer so vor, wie wenn ich irgendwie, weiß nicht, im Schwimmbad bin und ich habe totale Höhenangst. Und ich bin damals immer auf dieses 10-Meter-Ding hoch, weil ich dachte mir, nee, ich will mich den Ängsten stellen. Ne? Oh Gott! Ja, ich war dann oben und dachte mir, ich darf jetzt hier nicht fluchen. Ich dachte mir so, okay, ich komme hier noch nicht mal mehr runter. Ich habe ja zu große Angst, allein die Treppe wieder runter zu gehen. Jetzt hilft nur springen oder nicht. Naja, und du stehst mir immer auf dieser Plattform, wenn du dann nicht einfach dich danach stellst. Ich war mal beim Kunstspringen, ich weiß, wovon du sprichst, ja. Na toll, da habe ich jetzt wirklich ins Schwarze getroffen. Und da war klar, beim ersten Mal, ich kann die Treppe nicht mehr runtergehen, weil hinten stehen die anderen und die wollen auch alle die Treppe hoch. Also du kannst nur noch nach vorne springen und du kannst dich nur weiterentwickeln. Aber wie lange stehst du da oben? Das nur ist ein paar jetzt, Sekunden. Tja, und ich stand da Stunden. Also das ist halt der Unterschied. Jeder hat ein anderes Ding, wenn er es schafft, diese Angst zu überwinden. Und natürlich sind die schneller überwinden, früher da, wo sie gerne hin möchten. Also ich war... In Etappen gesehen, glaube ich, das nicht, weil das ist die Etappe, machen sie schnell, bei der anderen brauchen sie länger, bist du wieder schneller. Ja. Ich glaube, das ist, das kann man nicht so sagen. Das stimmt, wenn man es so betrachtet, ja. Also ich war bei einer Mappenkritik. So. In der Hochschule Weißensee, bei einer Professorin, ich glaube, war Modedesign, und habe mir eine Mappenkritik von einer fertigen Mappe geben lassen. Und die war so schlimm und so schlecht, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, willst du das wirklich, dieses Fach? Also willst du dich nochmal bewerben? Das war wirklich echt heftig. Und dann habe ich mit meinem Vater gesprochen und er sagte dann, ja, was hält dich denn eigentlich ab, eine neue Mappe zu machen? Ich sage, das geht doch aber nicht, ich habe eine Mappe fertig. Dann sagt er, wenn die Schrott ist, dann kannst du dich doch damit nicht bewerben. Sag ich, ja, das muss ich jetzt anerkennend einsehen. So. Ja. Und also es war so eine heftige Mappenkritik, wo ich hinterher gedacht habe, willst du das wirklich? Mhm. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, es zu tun. Und das hat mein Leben verändert. Tja. Also ich habe diese Brücke mit diesem, ich habe das Hindernis erkannt und jetzt Ärmel hochkrempeln und ich mache mir jetzt die Finger schmutzig und buddel sozusagen mein Studienfach sozusagen aus, indem ich also mich da reinkriege und mich damit beschäftige. Und dann war Ziel, sah und siegte und dann ging das durch. Ja, das ist ja dieser Kampfgeist, ne? Dieser unbändige Wille, dass du das willst. Ja, dein Gefühl sagt dir, das kommt aus dem Kampfsport bei mir. Dieses sich nicht abschrecken lassen und dieses... aber jetzt erst recht, jetzt kriegst du Feuer hier von anderen Podcast-Leuten, die glauben, sie seien Götter. Und dann sage ich, oh, okay, dann kann ich sagen, Götter, meine liebe Idee, ich reiß euch mal mit der Abrissbirne ab. Ich kenne diese jetzt erst recht daraus, dass ich ja in der Schule ganz schön gemobbt worden bin. Ach so, du auch. Ja, natürlich. Wir können einen Podcast über Mobbing machen. Das geht ja heutzutage. Können wir gerne machen. Das geht ja heutzutage noch weiter. Die haben ja ihre Charaktere nicht geändert. Ich habe es auch drüber geschrieben. Die sind ja heutzutage noch genauso und merken das nicht mal und stellen dich noch als... Was dann? Achso, ungebildet bin ich, ne? Nee, was war denn das? Habe ich vergessen. Jedenfalls bin ich ganz unmöglich. Aber das ist ein anderes Thema.
Und daraus ist eigentlich entstanden, jetzt erst recht euch wächst zeigen. Ja. Mhm. Aber es ist tatsächlich interessant, ich habe das mal gehört, wissenschaftlich irgendwie rausgefunden, dass tatsächlich ganz viele Künstler Reibungspunkte hatten. Mit Mobbing zu tun hatten, die einfach, ja, da haben sie dann auch den Satz am Schluss gesagt, passt auf, wen ihr jetzt mobbt, weil die werden am Schluss noch irgendwie berühmt, Stars oder sonst irgendwas. Mhm. Na, weil irgendwie dieses jetzt erst recht oder sich da irgendwie aus dieser, aus dieser ja, Opferrolle auch ein bisschen raus zu manövrieren, ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit diesem Mobbing auch zu tun, weil letztendlich sind ganz, ganz viele Stars früher gemobbt worden. Mhm. Wie hängt das zusammen? Und anscheinend gibt es einen Zusammenhang. Mobbing das nächste Thema. Ja, weil ich habe es gemerkt, wo ich mich mit einer Klassenkameradin unterhalten habe. Und die hat gesagt, sie ist Krankenschwester und sie würde ja so gerne Ärztin sein. Ich sage, was hält dich denn ab? Was hält dich denn auf? Ja, ich traue mich das nicht, Ich sage, du hast die besten Voraussetzungen. Mhm. Du hast schon mal in deiner Lehrzeit Medizin alles durch. Sag ich, du musst da drauf nur noch ausbauen oder aufbauen. Und da sagt die, ja, ich bin ja aber nicht du. Mhm. Ich sage, wieso ich? Ja, habe ich auch schon öfter gehört. So, ich sage, du musst deine Träume umsetzen und verwirklichen. Du kannst doch nicht mit dem Traum im Kopf rumlaufen und sagen, ach, das wäre ja so schön. Sag ich, da hast du ja immer Bauchweh und immer liegt dir irgendwie so ein Sack auf der, auf der Rückseite vom, ja, so vom Skelett. Also immer diese schweren Rucksäcke auf den Schultern. Ja. Oder diese schweren Pakete im Sinne von, der Müller haut dir jetzt nochmal einen Sack Korn darauf. Mhm. Ja? Aber das ist wirklich spannend, weil du sagst auch, sie hat zu dir gesagt, ich bin ja nicht du. Ja. Aber letztendlich, ich glaube, das vergessen wir, dass wir haben ja alle Ängste. Und wir haben alle die gleiche Chance, diese Ängste zu überwinden. Und ich glaube, es ist für alle gleichermaßen schwer. Jetzt ist nur der Unterschied, dass die einen überwinden sie und stellen sich und die anderen halt nicht. Also haben wir die größte Resilienz von allen. Ja, also ich glaube, also ich bin, und deswegen möchte ich das auch eigentlich noch mehr in meiner Musik und überhaupt kommunizieren. Ich bin jemand, der wahnsinnig viele Ängste hat. Ich hatte früher eine Angststörung. Damit ist es auch super schwierig, Dinge umzusetzen. Und es ist wahnsinnig anstrengend, diese Ängste zu überwinden. Aber wenn es jemand wie ich geschafft habe, dann kann das wirklich, danke, wir sitzen hier schon echt eine Weile. Alles gut, alles gut. Wenn ich es geschafft habe, dann möchte ich einfach zeigen, es kann jeder schaffen. Und deswegen möchte ich auch so zeigen, dass alles möglich ist, egal was du durchgemacht hast, wie groß deine Ängste sind, wie deine Kindheit war, was dir im Leben passiert ist. Du hast immer, trotz allem, klar, für die einen ist es schwieriger, für die anderen ist es vielleicht in einer anderen Hinsicht ein bisschen leichter, aber wir haben alle die gleichen Möglichkeiten. Haben wir nicht. Selbst weil die Erkenntnis, ich habe Selbstverantwortung und ich muss mir das holen, was ich will, was ist ja gar nicht bei allen da. Aber du hast die Möglichkeit, diese Erkenntnis zu bekommen. Diese Möglichkeit... Im Laufe deines Lebens. Genau. Ja. Der eine früher, der andere später. Aber du musst dich auch dafür interessieren. Ja. Du musst dich, wenn du sagen willst, ich will meine Persönlichkeit entwickeln, dann musst du dich für Persönlichkeitsentwicklung auch interessieren. Ja. Du kannst nicht sagen, ach, ich wäre so gern erleuchtet, ohne für deine Erleuchtung irgendwas zu tun. Ja. Also, aber jeder hat ja die Möglichkeit... Jeder ist seine Schicksalsschmied. Ja, und ich will einfach zeigen, dass jeder auch diese Möglichkeit hat. Also ich habe wirklich beschissene Voraussetzungen bekommen bei meinem Lebensstart schon. Wirklich beschissene. Ja, hört ja keiner zu. Keine guten. Genau, also wirklich von der Basis her, manches war ganz gut, aber ganz vieles war, wo man sagt, okay, was, wie hast du es da rausgeschafft? Und das ist, was ich zeigen möchte, dass man, wenn man es schaffen will und seinen Traum hat und wirklich da sich hin die Ängste überwindet und diesen Kampfgeist hat, dann kann man das auf jeden Fall genauso verwirklichen wie jeder andere, der bessere Voraussetzungen auch. Es gibt dieses eine Zitat, egal wie schlecht dein Blatt ist, es kommt nur darauf an, wie gut du damit spielst. Mhm. Also jetzt mal im Freien übertragen, ob es jetzt mit Gänsefüßchen war oder nicht. Es kommt darauf an, was du draus machst. Ja. Und dieses Ding, diese ganzen Sprüche vom Tellerwäscher zum Millionär, und das ist definitiv möglich. Aber es gehört halt verdammt viel Überwindung dazu. Viel Mut. Mut, Überwindung. Wille. Ängste überwinden. Und diese Möglichkeiten hat aber, klar, der eine hat wirklich richtig blöde Voraussetzungen. Das ist nicht zu bestreiten. Aber manchmal machen sogar die mit den schlechteren Voraussetzungen
die besseren Sachen daraus. Als die, weil sie Fleiß haben. Ja, weil sie einfach das wollen. Ja. Also entscheidet am Ende der Kampfgeist, der Wille über deinen Weg, wo du ankommst. Die Persönlichkeit. Die Erkenntnis, dass meiner Meinung nach für jeden alles möglich ist. Also für jeden möglich ist, sein Leben glücklich zu leben. Mhm. Also für jeden ist es möglich, ein glückliches Leben zu leben und seine Träume, egal in welcher Art und Weise, irgendwie zu realisieren. Was aber nicht heißt, dass es nicht super schwierig ist. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Noch zu der, genau, zu dieser Frage, was wollen wir jungen Menschen raten, was ich früher tatsächlich übersehen habe, dass die Gesundheit tatsächlich ganz weit Punkt oben ist. Steht. Und gerade wenn man jung ist und es geht immer um Leistung und wir vergleichen uns mit Instagram und keine Ahnung und der ist besser. Durch dieses Ehrgeizige, dieses Erfolgsding ist tatsächlich, also als Kind dachte ich, das ist das Wichtigste. Mhm. Erfolg zu haben. Ich bin aus so einer sehr leistungsorientierten Familie. Da geht es immer nur darum, gute Noten zu haben und so weiter und so fort. Ich dachte, also das Rennpferd im Prinzip. Ganz schlimm, ne? Das Rennpferdmodell, ja. Kenn ich, aber das ist nicht sehr gesund, ne? Und ich musste später lernen. Das bringt dir nichts. Ich war tatsächlich an einem wahnsinnig erfolgreichen Punkt in meiner Karriere. Da haben wir mit dem Album damals auch einen Award gewonnen und so. Ja. Ich war am unglücklichsten und ich war auch noch krank. Also ich hatte, glaube ich, stand da auf der Bühne, war noch krank von irgendeiner Erkältung vorher mit Fieber, stehe dann da, habe diesen Award in der Hand und konnte das noch nicht mal richtig feiern, weil meine Gesundheit war völlig hinten runtergefallen. So, ne? Es ging nur also du konntest es nicht genießen? Ich konnte es nicht genießen. Das ist doch, wozu mache ich denn das alles? Mhm. Und in dem Moment dachte ich mir so, okay, das bringt's nicht, wirklich so übers Knie brechen, Hauptsache Erfolg. Ja. Es geht darum, glücklich zu sein. Mhm. Lieber dann ein bisschen weniger Erfolg und den mehr feiern und genießen, als ich habe alles erreicht und bin tot unglücklich. Das macht ja gar keinen Sinn. Und dann habe ich verstanden, okay, Moment, also mein Körper hat es mir dann irgendwann auch gezeigt, weil ich kann nicht ständig irgendwie krank. Ich habe Konzerte früher nie abgesagt. Ich bin auch krank hin zu meinem Konzert und habe durchgezogen. Yeah. Heute würde ich sagen, okay, das ist sehr bedenklich für meine Gesundheit, wenn ich jetzt in dem Zustand wohin gehe, abgesehen davon, dass du auch nicht deine volle ein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Und deswegen hätte ich das früher als junger Mensch auch so beigebracht bekommen, was ich leider nicht bekommen habe von meinen Eltern, habe ich leider nicht beigebracht bekommen, dass die Gesundheit das Wichtigste ist, sondern die Leistung ist das Wichtigste. Und da musste ich im Laufe meines Lebens lernen, also wirklich leider musste ich, dass die Gesundheit tatsächlich das A und O ist. Und deswegen ist, finde ich, ganz wichtig, so ein paar Sachen auch als Künstler zu wissen. Nimm dir deine Pausen. Also ich meditiere zum Beispiel. Das ist für mich ganz, ganz wichtig geworden. Schau einfach, dass es dir gut geht und dass du glücklich bist. Und dann kommt der Rest. Ne? Aber erstmal ist das die Voraussetzung. Weil warum leben wir dieses Leben? Damit wir am Ende irgendwie sagen können, ja, das war sehr sinnvoll, mein Leben. Nee. Der Sinn des Lebens war, dass es sehr sinnvoll war. Nee, der Sinn des Lebens ist, dass ich glücklich war und glücklich am Ende bin. Das ist der Sinn der Sache. Dass ich ein schönes Leben hatte. Dass ich ein schönes Leben hatte. Und da gehört natürlich auch dazu, seine Träume zu leben. Aber es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, oh, ich habe sehr viel Leistung in meinem Leben erbracht. So, toll. Und andere aber unglücklich. Sagen, und andere sagen, ich hätte gern das gemacht und haben eine To-Do-Liste mit 20 Punkten. Ja, ja, das ist ja richtig. Ne? Diese Sachen auch zu verwirklichen. Ich meine nur, dass die Gesundheit dabei trotzdem ganz, ganz nicht auf der Strecke bleiben. Auf gar keinen Fall. Die ist die Basis. Die Gesundheit ist die Basis und das Ziel ist das Glück. Und dazwischen ist irgendwo das Leben. Genau. Und man sollte es total genießen, wenn man dann endlich auf der Bühne steht. Genau. Und dann seine Lorbeeren kriegt. Genau. Und dann es auch genießen kann und feiern können. Aber alles im gesunden Rahmen und nicht in dem, ich mache alles Hauptsache irgendwie, ich komme dahin. Also nicht dieses Ziel vor Augen zu haben, es ist gut vor Augen zu haben, diese Vision, aber den Weg dahin zu genießen und nicht einfach zu schauen, schnell, wie komme ich möglichst schnell an dieses Ziel, weil das wird am Ende, das Ganze ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ja. Und deswegen muss man auch gucken, die Kraft einteilen. Genau, wie man auf diesem Weg auch mit sich selber umgeht. Und das ist gehört einfach parallel dazu, finde ich. So, ich muss noch das Datum revidieren. Es ist der 6. Januar um 13 Uhr. 6. Januar. 6. Januar, das ist der Freitag. Ja, nein, ich habe es auch falsch gesagt gehabt, weil ich war ja der Meinung, es ist der 9. Nein, es ist der 6. Der 6. Januar, 13 Uhr, gibt die Diana 80 einen Acrylmarkus. Genau, umsonst. Ganz wichtig. Umsonst. Oh, da werden aber hier die Leute dann. Da können auch arme Musiker teilnehmen. Ich bin da.
for free. Also ich bin dabei. Aushalten müsst ihr dann, dass ich ein paar Fotos mache. Wie schnell kannst du jetzt noch anbauen? Es ist Winter. So draußen da härtet kein Beton. Mal im Garten. Haben wir vor. Im Winter? Ja, nein, im Sommer. Im Sommer und Frühling haben wir hier draußen auf jeden Fall Möglichkeiten, um hier gartenfestmäßig auch mal draußen zu machen. Das stimmt. Das finde ich voll schön. Mit Grillen und mit Tralala. So. Ich bin dabei. Ja. So, abschließende letzte Frage. Wie würde man eine Musikkarriere oder eine Karriere als bildende Künstlerin oder Künstler starten? Ich habe schon wieder zu viel geredet, du bist dran. Wie hab ich meine Karriere gestartet? Ich habe mir eine Leinwand gekauft und gemalt. So einfach. Machen. Nicht warten. Nee, also der Start ist, tu. Ja. Tu es. Machen. Weil alle kann man dazu nicht sagen. Ja, stimme ich auch. Und Leute kennenlernen, die in der Branche arbeiten. Ja. Genau. Mhm. Anders geht's nicht. Ja. Ja. Machen ist die Grundvoraussetzung. Wie du gesagt machen hast, wollen. Viele reden davon, ja, aber letztendlich ist das Machen. Genau. Träume. Genau. Lebe, also eigentlich hat der Satz, lebe deine Träume, hat mehr Bedeutung, als man denkt. Ja. Mhm. Ich war am Anfang von meiner Karriere so gesehen wirklich extrem verzweifelt, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das angehen soll. Mhm. Ne? Gerade wenn man, also ich war ja 11, ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll, wie ich da hinkommen. Ich wollte immer ganz schnell dahin, das war ja so ein bisschen der, schnell war dann als war alles andere als schnell, es waren 1000 Umwege. Ja. Oh, ich würde mich auch freuen, wenn ich morgen schon in der alten Galerie hänge. Ja, aber ich wollte es auch schnell haben. Ja, aber also ich hatte überhaupt keine Geduld. Der Mist ist, leider ist Geduld wirklich mit ein Schluss. Schandwort. Also ich bin auch so ungeduldig, aber es ist leider mit das Wichtigste. Ja. Und das, sich in Geduld zu üben. Geduld ist eine Tugend, ist das nicht auch so ein Spruch? Ja, ich weiß jetzt auch warum. Und stellt euch einen Schlachtplan auf. Auf jeden Fall, einen Plan machen ist gut. Genau. Geduldig sein. Wann will ich wo sein? Ziele aufbauen, kleine Teilziele und nicht nur das große Endziel. Ich will aber berühmt werden, sondern Teilziele. Nee, weil das ist auch nicht unbedingt so schön, wie es klingt. Okay. Gut. Schlusssatz? Es war schön mit euch. Ja. Ja, kann ich nur zurückgeben. Ja. Also. Genau. Mhm. Also, die Träume umsetzen. Und ein entspanntes, glückliches Leben und genießt euren Erfolg. Genau, du hast doch jetzt nicht etwa alles aufgenommen, oder was wir hier geredet haben. Ja, oh mein als Gott. Podcast. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Alice21, bei der Elfe, Manuela Weger und meine Wenigkeit, die Anna80. Ich bin der Meinung, dass ihr bestimmt 3 Sekunden habt für Likes, Abonnements unseres Kanals und bitte auch Kommentare und Fragen per E-Mail. Ich verlinke alle Daten in den Shownotes. Also bis dann. Eure Diana 80. Elfe. Alice. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.